So, da wären wir auch wieder. Wir wollen in dieser Folge primär uns die Uniformen nochmal neu angucken. Vorher will ich aber sehen, wie viele Waffen wir jetzt genau haben. Wenn Gerugon das denn schon abgedatet hat. Ah, und wir können es nicht wirklich sehen, weil die Karawane noch hier ist. Na gut, so viel dazu. Dann gehen wir halt auf Militär. Und gehen auf unsere Uniform mit N. Und fügen eine neue hinzu mit C. Die benennen wir um. Shift N. Und das ist jetzt... Axt. Denn ich habe mir überlegt, wir machen jetzt einen Trupp. Also wenn wir nachher genug Zwerge haben und genug Ausrüstung, machen wir einen Trupp mit Äxten, einen Trupp mit Hammern. Und dann eventuell später noch einen mit Fernkampfwaffen. Aber erstmal sollen es die Äxte sein. Da sind jetzt in der Mitte keine Items aufgeführt. Ich gehe jetzt nach und nach die Liste aus dem Zwergenwiki durch, was die alles tragen sollen. Und ich hoffe dann mal, dass es in der richtigen Reihenfolge ist. Denn wenn Zwerge das Falsche zuerst anziehen, also wenn sie jetzt mal die Schuhe zuerst anziehen, können sie die Socken nicht mehr anziehen. Was ja auch Sinn macht. Aber dass sie die Schuhe dann nicht wieder ausziehen, die Socken anziehen und die Schuhe drüber ziehen, das kriegen sie noch nicht so ganz hin. Aber gut, wir wollen erstmal mit den Helmen anfangen. Wie das Wiki auch. Dazu drücken wir Shift. Dazu drücken wir Shift H. Und hätten jetzt gerne einen Helm. So. Dann hätten wir noch gerne Hutz. Und Hutz und Hutz und Hutz und Hutz und Hutz. So, dann wählen wir hier das Material aus. Und zwar soll es Metall sein. Und hier soll es Leder sein. Also später natürlich gerne Hundeleder, aber bis dahin können wir noch nicht wählerisch sein. So, Leder, Leder, Leder. Und nächster Slot, das wäre Upper Body. Also Shift A. Da hätten wir jetzt gerne eine Brustplatte. 1, 2, 3 Mail Shirts. Und was waren das? Skirts? Nee, Cloaks. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Cloaks. Wieder Material ändern. Breastplate ist irgendein Metall. Später soll das dann entweder Bronze oder Stahl werden. Je nachdem, was wir halt mehr haben. Genau wie bei dem Mail-Shirt auch. Alles aus Metall. Auch wenn man Mail-Shirts nicht wirklich aus irgendetwas anderem herstellen kann. Aber nur für den Fall, dass irgendein verrückter Zwerg mal in einem Moodswing irgendwas aus Fischknochen herstellt, dann will ich nicht, dass meine Miliz das anzieht. So, die Cloaks sollen auch schön aus Leder sein, nicht aus Stoff. Aus Stoff kann man nämlich, glaube ich, auch herstellen, dann haben die fast gar keinen Rüstungsschutz. Also, schön Leder. Dann kommt Lower Body, das wären Legs, also Shift L. Da hätten wir gerne einmal Greaves und zwei oder dreimal Trouser, zweimal Trouser. Müssen wir jetzt schon runterscrollen hier. Da sind unsere Greaves, die sollen aus Metall sein. Und die Trouser sollen aus Leder sein. Nächster Slot, das wären die Hände, also Shift G. Da hätten wir gerne Gauntlets und Mittens. Also ihr seht schon, bei den Händen wird nicht wirklich viel gelayert. Da reicht es schon, wenn sie Stahlplattenpanzer, Handschuhe anhaben und darüber noch Lederhandschuhe. Sieht bestimmt auch ulkig aus. Aber gut, Material ändern, Gauntlets aus Metall und Mittens aus Leder. Diese Schuhe brauchen wir auch noch. Wo sind Schuhe? B. Da hätten wir gerne High Boots. Richtig? Ja, High Boots und Chaussees, sagt das Wiki. Ich bin mir jetzt nicht sicher, warum das Wiki das sagt, aber ich vertraue dem jetzt einfach mal. Müssen wir gleich mal gucken, wo genau wir diese Chaussees herstellen können und was das überhaupt ist. Leder. Und Metall. So, dann sind wir durch. Ja, dann sind wir durch. Das wäre jetzt unser Rüstungsset. Die ganzen Sachen hier. Drei Seiten voll mit verschiedenem Zeug. Wir brauchen jetzt aber noch eine Waffe und ein Schild. Also Shift S. Da hätten wir gerne ein Schild. Wo hat sich das jetzt versteckt? Da. Es soll ein Metallschild sein. Und wir hätten gerne noch eine Waffe. Und das sollen Battle-Äxte sein. Die bitteschön auch aus Metall, nicht Trainingsholzäxte.
Oh, das ist jetzt doof. Wir können entweder irgendein Metall auswählen, irgendein Material auswählen oder ein spezifisches Metall. Wir können aber nicht sagen, irgendein Metall. Das ist jetzt doof. Weil wir haben eine Stahl-Battle-Axe und eine Bronze-Battle-Axe und ich glaube noch eine Iron-Battle-Axe. Das heißt, wir bleiben erstmal bei Any Material und müssen dann einfach die Trainingsäxte entweder zerstören oder verbieten oder hoffen, dass die Zwerge klug genug sind, mit der Stahlaxt loszuziehen, statt mit der Holzaxt. Also Any Material. So, jetzt müssten wir aber durch sein. Also es ist immer noch nicht perfekt. Wir werden später nochmal ein Set machen, das noch genauer ist als das hier. Aber das soll fürs Erste reichen. So, das ist unter Axt gespeichert. Dann gehen wir jetzt auf E-Equip. Und drücken Shift-U für Assign Uniforms. Und machen dann hier Axt. Axt. Axt, 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 Axt. Axt, obwohl wir haben einen dabei, der ist ein guter Hämmerer. Das ist er. Für den machen wir das Ganze jetzt nochmal. Oder ich probiere es einfach mal zu kopieren. Geht das irgendwo? Ich würde gerne diese Uniform hier kopieren. Add Uniform, Delete Uniform, Name Uniform. Nee, das geht nicht. Das muss ich dann irgendwann mal off-camera machen. Weil jetzt das Ganze nochmal einzugeben, habe ich nicht so wirklich die Motivation. Und das will ich euch auch nicht antun. Das heißt, wir gucken jetzt mal, wo die ganzen Zwerge hinflitzen. Die sind nämlich gerade losgerannt, um sich das ganze Zeug zu schnappen wahrscheinlich. Und da ist schon einer wieder zurück. Wer war der Schnellste? Das war Hex. Drücken wir mal I für Inventar. Er hat nix. Er hat nix an Rüstung an. Okay, Hex. Die schleppen hier noch irgendwelches Rüstungszeug hin und her, verfrachten das in die Truhen. Ist ja auch ganz schön. Also, dass die Waffen jetzt auch wirklich da sind, wo sie hin sollen. Ah, Hex war noch gar nicht fertig. Die sind alle noch am Schleppen. Das ist ja okay. Gerugon ist auch mitten in den Gesprächen mit dem Liaison, damit wir schön unser neues Holz und Metall bekommen nächstes Jahr. Und ah, ein Haustier wurde zur Katze. Also, ein kleines Kätzchen wurde zur Katze. Nam, nam, nam. Ich glaube, da mache ich jetzt was Böses. Wir nehmen das Ding hier, also den Pen. Und da dürfen jetzt die Katzen rein. Ich weiß, die Besitzer werden aufschreien. Also nicht die Real-Life-Katzenbesitzer, die sind da, glaube ich, inzwischen abgehärtet. Sondern eher die In-Game-Besitzer. Aber damit muss unser Fordern klarkommen. Lieber jetzt zwei schreiende Zwerge als später 30.000 Katzen. So. Das heißt, eigentlich müsste jetzt Knuddelmu mit den zwei Kätzchen ankommen und die da vorne hinpacken. Aber erstmal will er mit uns sprechen. So, was hätten wir jetzt gerne an Leder? Wir hätten gerne wieder Hundeleder. Wir hätten gerne alles an Holz. Das waren ja letztes Mal 2,5 Seiten. Das heißt, wenn wir jetzt wieder alles genauso aus wie letztes Mal, dürften es in dem nächsten Jahr noch mehr werden. Da sie ja sehen, dass sie gut mit uns Geschäfte machen konnten. So, dann hätten wir noch gerne Eisen, wir hätten gerne Bronze, wir hätten gerne Stahl. Später, wenn wir Ressourcen überhaben, sollten wir jeden Barren hier einmal mindestens kaufen. Für besondere Statuen und so weiter, um die Leute glücklich zu machen. Aber das muss warten. Dann hätten wir gerne noch mehr Sweet Pot Seeds. Wir hätten gerne Battle-Äxte. Munition brauchen wir nicht. Wir hätten gern ein paar Picks, damit mehr Leute gleichzeitig Steine klopfen können. Wir hätten gern ein paar Breastplates. Und ein paar Mail-Shirts. Und ein paar Helms. Und ein paar Gauntlets. Und ein paar High-Boots. Und ein paar Greaves. Und ein paar Schilde. Keine Spielsachen. Haustiere. Wir hätten gern Hunde. Ganz viele. Alkohol ist immer gut, aber muss nicht allzu hoch sein. Das bringen die ja eh in Massen. Käse. Naja, Käse muss nicht sein. Fleisch. Nee, Fleisch nicht, aber Fisch können sie uns mal ganz viel bringen.
Obwohl, beim Fleisch sollten wir uns jetzt auch nochmal ein, zwei Sorten aussuchen. Ups. Und zwar hätten wir gerne Hund und Kaninchen. Damit sind wir auch gestartet. Kuga, nein. Da ist Hasenfleisch. Wo ist unser Hundefleisch? Bin ich bestimmt schon drüber. Sind das viele verschiedene Sachen da? Ah, da ist mein Hundefleisch. Und das auch noch und das auch noch. Ist auch irgendwas vom Hund. So, Fische haben wir auch. Plump-Helmets brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir alles nicht. Ich hätte aber noch gerne genau Kohle. Und Kohle. Also einmal die gefundene Kohle und einmal die geköhlerte Kohle. Also die aus Holz gemachte. Eier nicht. Brauchen wir alles nicht. Nicht, nicht. Nö. So, das soll jetzt reichen. Escape. Wir hätten da noch ein paar Mechanismen zum Tauschen. Oh, und die beiden Zwerge hier sehen so aus, als wenn sie fertig wären mit ihrem Ausrüsten-Trip. Die haben jetzt an ihre stinknormalen Leder- und Stoffklamotten, die sie auch vorher schon anhatten. Und eine kupferne Battle Axe, das ist gut. Ein Bronzeschild und Elefantenlederhosen. Okay. So, und was hat der andere an? Also, das war eben gerade Pankolos. Und jetzt kommt Siegern mit. Der hat sich nichts geholt. Na gut, jedem das seine. Und ich sehe gerade, die Betten sind immer noch nicht alle aufgestellt bei den Milizen. Das geht ja gar nicht. Haben wir inzwischen bessere Betten? Nee, wir haben keine Meisterwerkbetten. Werden denn noch welche produziert? Ja, Kredas ist fleißig am Arbeiten. Aber die Jobliste sieht noch nicht sehr weit aus. Da sind noch Wooden Barrels, Wooden Bins. Machen wir nochmal Beds dazu. Construct Bed, 30 Stück. So, Holz sieht aber immer noch sehr gut aus. Wir haben hier gerade richtig viel bekommen. Vor allem sind das auch tierisch viele verschiedene Holzsorten. Das heißt, wir haben dann später aus jeder Holzart verschiedene gute Betten und können dann. Oh, böse Nachrichten. Und können die Betten halt demjenigen zuordnen, der diese Holzart gerne mag. Aber jetzt die Nachrichten. Ein Baby-Lama ist immer noch weg. Oder ist das jetzt schon wieder ein anderes? Also das war ein wildes Baby-Lama gezähmt. Da ist nix. Ganz viele. Das ist jetzt das Pferd, das fehlte. Hier ist ein Lama, das fehlte. Und hier ist ein Wasserbüffel. Nee, das ist jetzt schon wieder ein anderes Tier. Das vierte oder fünfte, das fehlt. Ja, wie gesagt, solange es nur Tiere sind, ist es zwar nervig, weil wir an das Fleisch nicht rankommen, an das Leder nicht rankommen und die positiven Gedanken von den Tieren. Apropos positive Gedanken von den Tieren, da ist ein Hase, der am Verhungern ist. Mestos Kuduf Guf, ein Kewi-Pup. Okay, das muss dann auch nach draußen. Das wird dann zwar bald sterben, aber besser von Goblins gewone-hittet werden als wochenlang verhungern? Ich weiß ja nicht. So, und die haben alle Namen, aber hier ist das Kewi-Pup, das muss wohl raus. Die anderen Sachen müssten eigentlich auch alle Hunger haben. Ich halte nochmal kurz an und gucke oben hin. Ja. Der Wasserbüffel braucht auch was zu essen. Der Wasserbüffel auch. Und der Hase hat keinen Besitzer. Ha, dann können wir den ja auch oben einsperren. Zing. Noch mehr Tiere für unser Riesenkäfig. Der ist in dem Pen, das ist okay. Wir könnten die Wasserbüffel auch einsperren. Dann werden sie hoffentlich gefüttert. Das wäre auch eine Taktik. Und ich sehe den Hasen hier gar nicht. Hund, Hund, Hündchen, Lama wird auch eingesackt. Da ist der Hase. So, die sind alle in einzelnen Käfigen. Ich will die aber hier in demselben Käfig haben.
Ich hoffe einfach mal, dass diese blauen Gitter den Gittern da ansprechen. Und wir haben ja hier in der Mitte so ein braunes Gitter. Also werden die jetzt von den einzelnen blauen in unser braunes gestopft. Natürlich sachgemäß transportiert, meine ich. So, ich glaube, das war jetzt alles. Wenn es gut läuft, dann dürften die Tiere jetzt nicht mehr verhungern. Und wir müssen sie nicht vor die Tür stellen. Das ist gut, so soll das sein. Resume. Und man sieht unten jetzt eine Nachricht, die Ledermützen, 20 Stück sind fertiggestellt. Aber 20 Stück reichen jetzt bei weitem nicht mehr. Wir sind 7 Leute im Trupp. 7 mal 6, 42. Das sind noch ein paar mehr. Das heißt, JMQ Leather Hood 21. Die Karawane soll mal langsam verschwinden. Ich würde gerne gucken, wie viele Waffen wir haben. Ah, na gut. Holzhacken darf ich immer noch nicht. Was war das gerade für eine Nachricht? Wir brauchen mehr Stoff. Und wir sollten den Auftrag für die Seile mal rausnehmen. Den da. Remove. Denn wir brauchen jetzt ja keine Seile mehr. Früher war es echt so, man konnte Tiere nur einigermaßen halten, indem man überall entweder Käfige gebaut hat oder die Seile aufgestellt hat. Aber jetzt mit diesen Pens und Pastures, oder wie auch immer die Dinger heißen, ist das wesentlich einfacher. Da können wir einfach eine einfeldgroße Zone definieren und sagen, da soll das Tier hin, da soll das Tier hin, da soll das Tier hin. Und alles ist perfekt. Das haben die echt gut reingepatcht. So, wie sehen die anderen eigentlich aus? Hat Hex inzwischen Rüstung an? Ja, Hex hat Rüstung an, sehr gut. Eine Stahlkriegsaxt. Da hat sich der Sergeant gleich das beste Ding geschnappt, so soll das sein. Ein Schild, 2 Trouser hat er an, das ist sehr gut. Einen rechten Handschuh, eine Mütze und ja, das war's. Aber schön zu sehen, dass es schon mal klappt, dass er 2 Trouser gleichzeitig trägt. Jetzt bräuchte er eigentlich noch Greaves, aber davon haben wir halt keine. Wie schaut das hier unten aus? Ich wollte ja anfangen, Kohle zu produzieren. Und das war der Jeweler Workshop. Hier war die Kohle. Make Charcoal. Und das macht keiner, oder wie? Warte ich mal kurz, ob da jemand kommt. Da haben wir eigentlich extra ein Zwerg für gemacht, der nur für den Furnace da war. Aber da kommt keiner. Was sagt die Einheitenliste? Furnace. Ach, der hat noch irgendeinen anderen Job. Jetzt hat er keinen mehr. Obwohl, ich gucke gerade im Dwarf Therapist. Der hat keine Haulerbefehle. Ah doch, Essenshauling. Das kommt jetzt auch weg. Das heißt, er hat jetzt echt nur den Job, den Furnace zu bedienen. Er hilft keinen Verwundeten, er trägt keine Steine, kein Holz, kein gar nichts. Ganzen Tag immer nur am Brennofen. Und wo bleibst du? Wahrscheinlich macht er den Auftrag jetzt noch zu Ende. Furnace, no job. Das ist jetzt komisch. Ich guck mal bei ihm direkt, ob man hier noch irgendwas anderes einstellen kann. Aber nee, Furnace Operating ist an. Ist es unter Metal Crafting jetzt vielleicht? Eigentlich nicht. Und läuft er runter? Zu weit. Nee, noch ein Mysterium, das ich gleich im Wiki nachschlagen muss. Die haben echt tierisch viel geändert. Und was ist das? Ein Goblin. Wo ist er? Z. Wo ist mein Cursor? Da unten schon wieder. Hoffentlich bringen die jetzt nicht die Hunde um. Also hier eine Etage höher war gerade der Goblin. Und die rasen schon hoch, um ihn zu erwischen. Da flitzt er lang. Ah, jetzt kommt der nächste Snatcher, der ist dann hinter den Hunden. Jetzt kommt wieder so ein Benny Hill Moment. Wir müssen hier irgendwo rauskommen. Ja, da ist eine Goblin. Kriegt der Hund ihn noch? Noch ein Snatcher.
Und was macht der Hauler da? Nee. Ach, wenigstens hat er keinen Namen. Das hört sich jetzt irgendwie gemein an. Aber der Goblin greift ihn Gott sei Dank nicht an. Und noch ein Dieb. Das wird langsam echt übel. Obwohl, wir haben unseren Trupp hier aktiv. Was mache ich denn hier die ganze Zeit? Hier direkt vor unserer Haustür ist ein Goblin. Jetzt drücken wir S, A, besagt Shift A für alle. Und jetzt drücken wir K für Attack. Und klicken auf den da. Zack. Und gucken zu, wie alle Zwerge da rausstürmen. Wow, Kriegsschrei. Wow. Nicht in die eigenen Fallen tapsen. Ja. Kommen sie hinterher? Ah, die sind recht flott. Noch sind sie auch nicht von den ganzen Metallrüstungen behindert. Noch ein Dieb. Ja, das interessiert mich gar nicht. Ich will gucken, was die Zwerge da oben machen. Wo rasen die jetzt schon wieder hin? Wir haben den Auftrag anscheinend erledigt. Sonst würden sie nicht umdrehen. Oder der Goblin ist entkommen. Eins von beiden. Schade, schade. Aber na gut. Wenigstens konnten sie schon mal den Ernstfall proben. Sie waren ziemlich schnell am Eingang. Hätte ich nicht gedacht. Also sie waren ja auch aktiv als Einheit, aber trotzdem. Das ging ziemlich flott. Aber gut. Wir machen die jetzt mal wieder inaktiv, damit sie eine kleine Pause haben. Und dann gucken wir im nächsten Monat, dass wir sie langsam wieder einschalten, wenn denn die nächste Karawane kommen könnte. Aber jetzt wird es erstmal Zeit für einen Cut. Also bis gleich.